Hallo und herzlich willkommen zusammen. Es gibt eine neue Rezension heute und zwar zu einem Buch, auf das ich irgendwie über Umwege gestoßen bin und nicht mehr genau weiß, welche Umwege das waren und wie ich darauf gestoßen bin. Ist vielleicht auch zweitrangig. Ich habe das Buch gelesen. Es ist ein, das sage ich direkt mal, sehr, sehr schön gemachtes Buch. Ich packe das jetzt hier mal aus. Das ist der Schutzumschlag, der schon sehr schön ist. Ich habe den Titel noch nicht genannt, ist egal. Und tatsächlich ist dieses Buch komplett blau. Also man sieht es hier. Der Umschlag, hier die Pappe, der Farbschnitt in exakt der gleichen Farbe. Nur das Lesebändchen ist rot. Ansonsten ist alles blau. Und das Buch hat den sehr schönen, fast lyrischen Titel Die verborgenen Stimmen der Bücher und ist von Bridget Collins, wie man hier sieht. Es wurde als fantastischer Roman, da wo ich es gesehen habe, ich weiß halt nicht mehr, angepriesen und tatsächlich ist er das auch. Ich lese mal wieder den Klappentext. Obwohl in seiner Welt Bücher geächtet sind, wird der junge Emmett bei einer Buchbinderin in die Lehre gegeben. Hier lernt er die Macht von Geschichten kennen und begreift, dass er eine besondere Gabe besitzt. Er kann, wie seine Lehrmeisterin, Menschen ihre dunklen Erinnerungen nehmen. Doch was ist mit seiner eigenen Geschichte? Emmett muss erkennen, dass er selbst in ein Geheimnis eingebunden ist, in eine Geschichte voller Liebe und Leid. Nun steht ja auf Klappentexten häufig was von Liebe und Leid und von Geschichten. Und ich hätte, das sage ich vorweg, darauf hören sollen, dass da irgendwas von Liebe steht. Jetzt aber der Reihe nach. Es ist eine Geschichte, da ich ja als Hobby nicht nur Papier schöpfe, sondern auch Bücher binde, hat mich das natürlich angesprochen. Ich glaube, wäre das Thema Buchbinden da nicht drin vorgekommen, hätte ich es vielleicht gar nicht gekauft. Ich weiß es nicht. Es geht tatsächlich damit los, dass der junge Emmett leicht kränklich bei seinen Eltern ist und die Eltern leicht ratlos sind, weil er nicht auf dem Feld helfen kann, nicht mithelfen kann, keine Unterstützung für die Familie ist. Und mehr oder weniger schweren Herzens, so wirklich schweren Herzens ist es wohl nicht, geben sie ihren Jungen, dieser alten Buchbinderin, die irgendwo im Moor in ihrem Häuschen lebt, in die Lehre. Emmett hat da erstmal gar nicht so große Lust drauf, merkt aber selber, was er für eine Belastung für die Familie ist, wenn er nicht helfen kann und lässt sich also darauf ein und beginnt mit der Buchbinderlehre. Er lernt relativ wenig wirklich über Buchbinden, sondern er muss erstmal die Werkstatt sauber machen und lernt so ein paar grundlegende Möglichkeiten, lernt ein bisschen was über das Material. Wer mit diesem Buch was über das Buchbinden lernen will, der ist da leider falsch. Also man erfährt nicht wirklich viel. Man erfährt, dass es Prägestempel gibt, die heiß sind und dass es Goldfolien gibt. Aber wer sich jetzt wirklich dafür interessiert, der erfährt da nicht so viel. Das Ganze ist sehr atmosphärisch und stimmungsvoll. Und es kommen in wenigen Passagen auch tatsächlich Kunden, kann man das nennen. Also Menschen, die ein Buch in Auftrag geben. Und es dauert eine ganze Weile, bis Emmett begreift, dass es da nicht nur um die Geschichte oder um irgendeine Geschichte geht, die die Menschen gerne in Buchform geprägt haben wollen, sondern um sehr viel mehr. Um was über das Buch zu sagen zu können, muss ich auch sagen, um was es geht, nämlich die dunklen Erinnerungen dieser Menschen, die werden hier in Bücher gepresst. Also die Geschichten werden als gebundene Bücher nicht verlegt, sondern hergestellt. Und wenn sie fertig sind, diese Bücher, kommen sie bei der Buchbinderin unten in eine Art Tresor. Das Ganze ist in so einem mittelalterlichen Setting und es gibt relativ wenig Technologie. Aber es ist halt ein geheimer, gut verschlossener Raum unten im Keller. Und da kommen diese Bücher rein und die Menschen haben sozusagen ihre Erinnerungen damit abgegeben und sind sie auch los. Die Erinnerungen sind nur noch Bücher, die in den Schränken der Buchbinderin lagert. Eine faszinierende Idee und ich finde auch gerade dieser erste Teil ist sehr stimmungsvoll, bis man dahinter kommt, was tatsächlich was es mit diesen Büchern auf sich hat. Sehr, sehr stimmungsvoll, sehr atmosphärisch und auch irgendwie so unterschwellig gruselig. Und das ist der erste Teil, der auch, glaube ich, ziemlich gut ein Drittel des Buches ausmacht. Und dann leider
wendet sich das Ganze im zweiten Teil. Es gibt eine Figur, einen jungen Adeligen, der da auftaucht und der auch ein Buch gebunden haben möchte. Und am Ende des ersten Teils muss Emmett den im Auftrag seines neuen Arbeitgebers, eines anderen Buchbinders, seine Meisterin ist gestorben und er ist zu einem anderen Buchbinder gekommen. Im Auftrag dieses Buchbinders ist er in dem Haus dieser adligen Familie zu Gast und diesen jungen Adligen trifft er da. Und mit dem Beginn des zweiten Teils geht es tatsächlich nur noch um Emmett, um den jungen Adligen und um Emmets Schwester. Und der komplette zweite Teil, das zweite Drittel des Buches, ist eine fürchterlich süßliche, stinkend langweilige, ausufernde und zähe Dreiecksliebesgeschichte, grauenerregend, fürchterlich und schrecklich. Ich habe es irgendwann quer gelesen, es passiert auch in diesem kompletten Drittel, also ich weiß nicht, über wie viel 100 plus Seiten das geht, nichts anderes als eben die Beziehung zwischen diesen drei Menschen. Ich finde es sowas von langweilig, dass ich die Lust am Buch völlig verloren habe. Ich habe diesen dritten Teil auch fast zur Hälfte eigentlich nur überblättert, ich gebe es auch ehrlich zu, und habe einfach quer gelesen, jede fünfte Seite, es ist einfach nichts anderes passiert. Es ist auch völlig vorhersehbar, man weiß, wie die Geschichte endet. Und genauso endet sie dann auch. Und dann kommt der dritte Teil des Buches, in dem die Perspektive wechselt. Es wird nicht mehr aus der Sicht von Emmett, von dem Buchbinder-Lehrling, sondern von dem jungen Adeligen berichtet. Also das Buch tut alles dafür, dass der Leser aus dem Erzählfluss rausgerissen wird. Nach einem Drittel Buch und nach einem Drittel Geschichte und Atmosphäre wandelt sich das alles. Eine Rückblende kommt, die nichts mehr mit dieser Geschichte zu tun hat. Also hat nichts mehr damit zu tun, nichts mehr mit dem Buchbinden, auch nichts mehr mit den Geschichten, nichts mehr mit dem Grusel, sondern es ist halt nur noch eine Liebesgeschichte. Und der dritte Teil, also dieses Geplänkel und dieser Kampf zwischen dem jungen Adeligen und Emmett, der ist für mich so ausgelutscht und so abgegriffen. Der Adelige, der da oben steht und alle Macht hat, und der arme, leicht schwächliche Lehrling, der eben natürlich unter dem Adel steht, ist alles völlig abgegriffen und völlig erwartbar. Deshalb ist es leider ein absoluter Versenker gewesen, dieses Buch für mich. Hab tatsächlich einfach überhaupt keine Freude mehr daran gehabt. Sehr schade. Also es ist ein Beispiel dafür, dass Liebesgeschichten, zumindest aus meiner Sicht, das könnt ihr gerne anders sehen, aber zumindest aus meiner Sicht ist es so, dass diese ausgewalzten Liebesgeschichten eine ganze Story, eine ganze Atmosphäre einfach kaputt machen können, weil man mal wieder ertragen muss, wer da mit wem unglücklich oder glücklich verliebt ist, wer wen bekommt und wer wen nicht bekommt. Fürchterlich. Sehr schade, weil es ein so schön gemachtes und so schön aussehendes Buch ist. Und der Anfang, wenn auch sehr ruhig und nicht unbedingt handlungsorientiert, sehr stimmungsvoll ist, aber leider gar nicht, geht gar nicht. Ich habe bei solchen Sachen immer schon mal Bedenken, wenn ich sehe, wo das Buch herkommt. Denn es ist aus einem Imprint des Aufbauverlages, die jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie die spannendsten, knackigsten Fantastikstoffe haben. Dann, was ich so aus dem Aufbauverlag bisher gelesen habe, ist eher immer tragend und eher in Richtung Hochliteratur. Und das hier ist leider eine Mischung aus Fantastik. Hätte man die Atmosphäre aus dem ersten Teil so weitergetrieben und vielleicht sich einfach mal was anderes überlegt, wenn man Bridget Collins heißt, wäre es vielleicht für mich als Fantast auch schön gewesen. So kann ich es jedem empfehlen, der gerne schnulzige Liebesgeschichten mag. Es passt einfach nicht zusammen. So, ein Verriss war das leider, aber ich kann es nicht ändern. Manchmal passiert sowas. Bridget Collins, die verborgenen Stimmen der Bücher aus dem Imprint des Aufbauverlages. Wie heißt denn der Imprint? Habe ich den gesagt? Nein. Rütten und Löning. Habe ich auch noch nie gehört und ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.